Parmenides, auch so ein großer Denker. Also erstens erinnert mich der Name immer an Parmesankäse. Das ist nur so ein Wortspiel. Parmesankäse kommt aus Norditalien und zwar seit 800 Jahren. Der große Denker Parmenides hingegen kam aus Süditalien vor mehr als 3 mal 800 Jahren. Und zweitens stößt mir das mit dem großen Denker auf. Tja, das ist nun mal Männerdomäne, das große Denken. Zuerst einmal beginnt er seine Reise, du weißt schon, sein Lehrgedicht. Angesichts der Göttin Dike. Naja, die Göttin der Gerechtigkeit. Aber eben eine Göttin und kein Mensch. Und dann, nachdem er durch Dikes Tor getreten ist, empfängt ihn eine weitere Göttin. Und die offenbart ihm ein imponierendes philosophisches Denkgebäude. Der gute Parmenides schrieb eigentlich nur mit, naja, sagen wir, einem Ghostwriter. Nun gut, aber immerhin, er ist der große Denker. Er hat das alles in Gedichtform gebracht. Aber warum verschweigt er den Namen jener Göttin, die ihm all dieses offenbarte, die ihm hinter Dikes Tor empfing? Du meinst das ja so ein Google-Berg? Genau das meine ich. Reiner Neid. Denk doch nur daran, mit was für Weibern sich damals die großen Philosophen rumschlagen mussten. Ich sage nur Xantippe. Gut, dass du diese großartige Philosophin erwähnst. Nicht nur, dass sie 3 Kinder großzog. Von ihr stammt auch ein Großteil jener Gedanken, die ihr Mann dann als die seinen verkaufte. Sokrates ein Plagiator? Das schlägt dem Fass nur den Boden aus. Angesichts dieser Verhältnisse kein Wunder, dass Xantippe dem guten Sokrates manchmal den Nachttopf über den Schädel goss. Also das ist schon eine starke These. Aber bei diesem Parmenides... Stimmt's, da wirst du auch stutzig, wenn er davon redet, dass ihm eine Göttin die ganze Weisheit eingegeben hat, dass er ihren Namen angeblich nicht verraten darf. Eigentlich eine interessante These, die du da formulierst. Und wehe, du publizierst sie unter deinem Namen, ohne mich zu erwähnen. Dann ist dir der Nachttopf gewiss. Oh.